Hallo, mein Name ist Marinka Kaziske und ich bin der Siemens Programmmanager auf der Seite der Saperion AG. Das heißt, dass ich für alle Siemens-Projekte, die die Saperion AG macht, zuständig bin, beziehungsweise im Einzelfall auch die Projektleitung für die Siemens-Projekte übernehme. Die Saperion ECM Consolidation Services ermöglichen einen sicheren und direkten Zugriff auf ein oder mehrere Altarchive. In einem Satz zusammengefasst sind damit Transformation und Konsolidierung möglich. Wir setzen Konnektoren ein, die den nativen Zugriff auf Dokumente im Altarchiv ermöglichen. Das bedeutet, dass eine Ablösung des Altarchivs möglich ist, inklusive der verwendeten Datenbank. Das heißt, Reduzierung der Lizenz-, Betriebs- und Wartungskosten. Die Saperion Enterprise Consolidation Services sind für Kunden, die hohe Lizenz-, Betriebs- und Wartungskosten ihres Altarchivs haben. Ein weiterer Aspekt ist die Datenmenge, welche die Komplexität und die Dauer der Migration bestimmt. Aus Projektsicht gibt es drei Vorteile. Die Migration entfällt zum Beispiel. Das heißt, die Prüfung der Datenkonsistenz und die Validierung sind für Wirtschaftsprüfer einfach nachvollziehbar. Sobald Saperion über den Connector Zugriff auf die Altdaten hat, kann das Altarchiv abgeschaltet werden. Sie sparen Betriebs- und Wartungskosten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Dokumente aus dem Altarchiv über den Connector dann dem kompletten Saperion Enterprise Content Management Portfolio zur Verfügung stehen. Das bedeutet zusammengefasst geringes Risiko, Kosten und Zeitersparnis und schnelle Ergebnisse. Normalerweise ist der Ausgangspunkt ein Altarchiv mit seinen Dokumenten auf einem Medium. Alle Metadaten von diesen Dokumenten befinden sich in einer Datenbank, schreibe ich mal daneben, Metadaten. Diese Metadaten sagen mir, welche Dokumente sind auf dem Medium, was sind das für Dokumente und wie finde ich sie auf dem Medium. Was wir als erstes tun ist, wir bauen ein neues, leeres Saperion-Archiv auf. Als erstes werden sämtliche Metadaten aus dem Altarchiv in die Datenbank von Saperion transferiert. Das sind unsere Consolidation Services. Das Übertragen der Metadaten ist ein einmaliger Prozess und überträgt eigentlich nur die Metadaten von dem Altarchiv in Saperion. Mit unserem Connector können wir dann auf die Dokumente im Medium des Altarchivs zugreifen. Ab diesem Zeitpunkt brauchen wir weder die Datenbank noch das Altarchiv. Können beide abgeschaltet werden. Wir sparen uns Betrieb und Wartungskosten. Zu dem Zeitpunkt, wo der Connector Zugriff auf die Dokumente im Medium des Altarchivs hat, können wir das Altarchiv und die Datenbank löschen. Das heißt, wir sparen uns Betriebs- und Wartungskosten. Eine weitere Option ist, alle Dokumente aus dem Medium des Altarchivs in das Medium von Saperion zu transferieren. Das können wir im Hintergrund machen als sogenannte stille Migration. Ich zeichne das mit Strichen ein. Der Vorteil ist, dass wir dort keinen Zeitdruck haben, weil die Dokumente, solange sie noch nicht transferiert sind, immer über den Connector lesbar sind. Wenn das passiert ist und alle Dokumente aus dem Medium des Altarchivs transferiert sind, können wir auch das Medium löschen. Das heißt, wir können unsere komplette Altlösung ablösen und uns hier Lizenz-, Wartungs- und Betriebskosten sparen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in das Thema geben.